Hallo liebe Spielefreunde, hier ist Benjamin Braun mit dem Gamers Global Test zu Jurassic World Evolution, dem neuen Aufbaustrategiespiel von Frontier Developments. Ja, Kenner der Firma von Branchenveteran David Braben wissen längst, dass er in weit mehr Projekte verstrickt ist als das Raspberry Pi. Tatsächlich werkelt Frontier seit geraumer Zeit an Aufbaustrategietiteln wie Rollercoaster Tycoon oder zuletzt dem inoffiziellen Nachfolger Planet Coaster. In Jurassic World Evolution baut er ebenfalls Themenparks auf, aber eben nicht mit Achterbahnen. Stattdessen züchtet er Dinosaurier und beglückt damit eure Gäste. In Jurassic World Evolution dominiert die Solo-Kampagne mit festen Szenarios. Es gibt zwar einen Sandbox-Modus, in dem ihr frei nach Schnauze euren Dinopark aufbaut. Den müsst ihr allerdings aufwendig freischalten. Theoretisch könnt ihr auch die Kampagne halbwegs an den Hauptmissionen vorbeispielen, dann kommt ihr im Zweifel aber nicht über die erste der 5 Inseln hinaus und könnt auch nicht alle Gebäudearten oder Dinos freischalten. Die Inseln der Kampagne dürften Freunde der mittlerweile 5 Kinofilme bereits kennen, also etwa die Isla Nubla nahe Costa Rica, die im ersten Film von Steven Spielberg als Schauplatz diente. Eure Zielsetzung ist an sich simpel. Ihr müsst euren Park zu einem gewinnbringenden Geschäft ausbauen und neben den Zuschauer anlockenden Dinos auch für Restaurants, Hotels und sonstige Möglichkeiten sorgen, dass die Leute ihr Geld in eurer Einrichtung lassen. Natürlich benötigen die Attraktionen auch Strom, genauso wie Kleider und Souvenirläden, bei denen ihr zusätzlich Produkte, Preise oder die Anzahl an Angestellten bestimmt. Deshalb müsst ihr entsprechend nicht bloß den Geldfluss herstellen, sondern auch die notwendige Energieproduktion und Verteilung sicherstellen. Da die Inseln im Golf von Mexiko auch gerne mal von einem Sturm heimgesucht werden, baut ihr zudem Sturmschutzbauten. Und wenn man ein Dino ausbüchsen sollte, wäre ein Schutzbunker auch nicht die schlechteste Wahl. Die einzelnen Szenarien der Kampagne konfrontieren euch mit höchst unterschiedlichen Voraussetzungen. Auf der dritten Insel etwa liegt der Park brach und ihr seid so hoch verschuldet, dass ihr um den Abriss einzelner Gebäude nicht herumkommt. Weshalb ein solcher Abriss Geld einbringt, statt Kosten zu verursachen, sei mal dahingestellt. Haltet ihr jedenfalls am Status quo fest, werdet ihr einfach nur weiter Schulden anhäufen. Das Doofe an den Schulden ist, befindet ihr euch im Minus, könnt ihr weder neue Expeditionen durchführen, um Quellen für Dino-DNA zu erschließen und seid auch nicht in der Lage, neue Gebäude zu errichten. Das klingt im ersten Augenblick irgendwo logisch, allerdings fehlt Jurassic World Evolution eine Funktion, Kredite aufzunehmen. Insbesondere in Anbetracht einer zuvor auf finanziellen Erfolg getrimmten Insel ergibt es wenig Sinn, dass ich mir auf der nächsten nicht auch mal ein bisschen was leihen oder einen Teil des Gewinns der vorherigen Insel abzwacken kann, um handlungsfähig zu bleiben. Schließlich werden erzielte Freischaltungen auf die nächste Insel übernommen, weshalb also nicht auch ein bisschen Geld. Aber nicht nur deshalb wirkt die Ausgangssituation und bisweilen auch der Verlauf auf den Inseln oft ziemlich künstlich. Ich habe eine neue Gelegenheit. Sie wird eine Herausforderung, denn es geht um einen kranken Dinosaurier. Gefährlich? Klingt gefährlich. Nicht gefährlicher, Dr. Malcolm, als unsere sonstige Arbeit hier. Grundsätzlich gilt es auf den Inseln immer 3 Hauptmissionen zu erfüllen, die den Abteilungen Forschung, Unterhaltung und Sicherheit zugeschrieben sind. Die Hauptmission muss ich aber erstmal durch kleinere Aufträge der jeweiligen Abteilung freischalten. Jede davon bringt mir ein wenig Anerkennung, eine kleine bis mittlere Finanzspritze und beim Erreichen des Zielwerts etwa auch eine Belohnung in Form weiterer Forschungsmöglichkeiten, Gebäude-Upgrades und Typen. Nur damit kann ich eine bessere Stromversorgung herstellen, Stromausfälle effektiver vermeiden oder auch Krankheiten erforschen, um Dinos zu heilen und Seuchen einzudämmen. Um Zuschauer anzulocken, brauche ich natürlich Dinos. Züchten kann ich Triceratops, Brachiosaurus und Co. aber erst, wenn ich die gewünschte Dino-DNA hinreichend entschlüsselt habe. Das passiert über Fossilien, die ich auf Expeditionen rund um den Globus ausgrabe. Sind Gene und Forschung weit fortgeschritten, nutze ich sogar Genlücken, um Zähigkeit, Krankheitsresistenzen und Ähnliches zu erhöhen. Aus dem Gehege ausbrechen kann jede Dino-Gattung. Gefahr für die Zuschauer geht aber logischerweise am meisten von den Fleischfressern aus. Selbst kleine Exemplare wie der Velociraptor zerstören allerdings selbst massive Stahlzäune innerhalb von Sekunden. Da bleibt fast nie ausreichend Zeit, die Ranger ein Loch im Zaun flicken zu lassen. Solche Ausbrüche passieren gerade bei Fleischfressern so lächerlich oft, dass sie mir schnell auf die Nerven gehen. Der übertriebene Ausbruchsdrang macht Jurassic World Evolution gerade die Freude daran, endlich mal einen Dino mit Blutdurst zu züchten, schnell kaputt. Denn egal was er tut, habt ihr die Vertreter der nicht-vegetarischen Spezies nie vollends unter Kontrolle. Klar, wer die Filmvorlage kennt, der muss einen Sinn dahinter vermuten. In einem Aufbaustrategiespiel ist es in der gegebenen Form allerdings nur begrenzt nachvollziehbar. Besonders ärgerlich ist dabei, dass die Futterstationen für Fleischfresser kaum eine Rolle spielen, obwohl sie ein Schweinegeld kosten. Genauso übrigens wie die Fleischfresser selbst.
Klar macht es Spaß, einem T-Rex oder dem aus Jurassic Park 3 bekannten Spinosaurus bei einem Kampf zuzuschauen. Nur wer innerhalb von einer Minute eine Millioneninvestition verliert, der muss sich ärgern. Es hängt aber in vielen Bereichen generell zu stark vom Zufall ab, teilweise auch vom Missionsskript, ob ihr Erfolg habt oder nicht. In einer Mission muss ich etwa zunächst 3 Dino-Genome zu mindestens 80% entschlüsseln, je ein Exemplar davon ausbrüten und dann noch 5 Minuten dafür sorgen, dass ein Ankylosaurus und je ein Dilophosaurus und Velociraptor überleben. Auch ich hatte alle 3 in unterschiedlichen Gehegen untergebracht. Sobald ich die Dinos freilasse, kommt es allerdings offenbar standardmäßig zu einer Sabotage im Park, durch die der Strom ausfällt. Verdammt, wir haben ein Problem. Das Stromnetz der Insel ist außer Betrieb. Jetzt gilt's. Ja, solche Skripts sind super, wenn es eigentlich keinerlei Anzeichen für Unzufriedenheit unter den Angestellten gibt. Hoffentlich. Ich glaube, das war Sabotage. Aber ich muss natürlich noch erklären, weshalb ein vollständiger Stromausfall Dreck ist. Dann läuft nämlich nichts mehr, Zuschauer verlassen den Park, geben kein Geld mehr aus und bei normalen Rücklagen sorgen die laufenden Kosten schnell dafür, dass ich im Minus lande. Zudem kann ich meine Ranger, die zum Beispiel kaputte Zäune reparieren oder Fütterungsstationen erneuern, nicht mehr automatisiert einsetzen, indem ich Aufträge zuweise. Manuell geht das bei ihnen oder dem Betäubungshelikopter der ACU dann immer noch. Aber in der genannten Mission muss ich regelrecht tricksen, vor dem erneuten Missionsstart den Heli in der Luft über den Dinos halten, um halbwegs Chancen auf den Erfolg haben zu können. Ich habe gerade die Berichte gesehen. Aber nicht nur die Hauptmissionen haben Macken, sondern auch die teils generischen Standardmissionen. Da die Haltung von Fleischfressern eh schwierig und die Kosten für sie zu hoch sind, haben wir überwiegend Pflanzenfresser ausgebildet. Trotzdem bekomme ich immer wieder mal eine Mission angeboten, bei der ich gut Kohle kassiere, wenn eine Zeit lang kein Besucher durch einen Fleischfresser stirbt. Umgekehrt bietet das Spiel auch mal Missionen an, bei denen ich das Fossil einer bestimmten Gattung ausgraben soll. Ein geeigneter Grabungsort aber noch gar nicht verfügbar ist. Solche Aufträge kann ich auch ablehnen. Als Alternative bekomme ich aber dann oft Billigkram wie Beute 2 Dinos aus. Das klingt jetzt vielleicht alles negativer, als es tatsächlich ist. Denn abseits solcher Problemchen und Ungereimtheiten macht es Spaß, in Jurassic World Evolution seinen Park zu errichten. Wer einen dicken Dino, egal ob Pflanzen- oder Fleischfresser, erfolgreich ausbrütet und ihn anschließend aus dem Entwicklungslabor entlässt, der hat daran gewiss eine ähnlich große Freude wie ich. Ich habe durchweg Lust drauf, die neuen Inseln und Grabungsorte freizuschalten, um endlich den Tyrannosaurus und andere der 41 Dinos züchten zu können. Aber damit zu meinem persönlichen Fazit. So ziemlich jeder kleine Junge dürfte ein Dinosaurier-Fan gewesen sein. Bei mir fiel Jurassic Park 1993 in die letzte Phase, in der ich total scharf auf Iguanodon, Allosaurus und natürlich den König der Tyrannenechsen war. Anders als bei vielen anderen Dingen meiner Kindheit, habe ich mir das Interesse an und die Liebe zu den Dinos und der Filmreihe weitestgehend erhalten. Wenn in Jurassic World Evolution die Musik von John Williams erklingt oder Dr. Ian Malcolm, wenn auch nach dem Tod des Sprechers Arne Elsholz, mit anderer Stimme zu mir spricht, bekomme ich Gänsehaut und heimelige Gefühle. Es muss ja nicht gleich perfekt sein, aber es gibt einfach zu viele Punkte, in denen Jurassic World Evolution seine Sache nicht gut macht. Die Missionen sind größtenteils langweilig, der Zufallsgenerator müsste sich viel stärker ans Spielgeschehen anpassen. Nicht gut gestaffelt sind die Kosten, denn gerade die Fleischfresser sind einfach zu teuer. Nervig wird es bei den Zäunen, die zu schnell und zu oft durchbrochen werden. Und wenn aus dem Nichts plötzlich mal wieder einer ohne ersichtlichen Grund meinen Park sabotiert, dann schreie ich vielleicht, aber nicht vor Glück. Ich könnte jetzt noch viele andere Punkte nennen, die mich stören. Festzuhalten bleibt, dass Jurassic World Evolution alles andere als ein perfektes Spiel ist. Dino-Fans wie ich haben durchaus ihren Spaß und hätten mehr, wenn sie gleich in den offenen Spielmodus einsteigen könnten. Alle anderen bekommen jedoch ein keineswegs mieses, aber eben doch nur halbgares Spiel. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge lautet meine Wertung 6.0. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Informationen zum Spiel findet ihr auf gamersglobal.de.